Ein herzliches Willkommen meinerseits zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Lenovo SmartTab M10. Ja, ich habe das Ding jetzt schon ausgepackt, also hier ist nichts mehr drin. Und habe das jetzt einige Tage ausprobiert und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen von dem ganzen Teil. Einerseits ja ganz cool hier mit dieser Docking Station und alles. Da gehe ich aber jetzt gleich ein bisschen genauer drauf ein. Ich möchte euch jetzt erstmal gerne zeigen, was das Teil überhaupt zu bieten hat. Also, wir haben im Grunde genommen, ja, ich würde schon fast sagen, einfach ein stinknormales Tablet, das jetzt halt eben mit einer Docking Station mit integrierten Lautsprecher und Alexa daherkommt. Alexa kennt ja sicherlich mittlerweile jemand. Jeder ist von Amazon, der Sprachassistent. Und ja, mit dem soll euch... Das weiß ich leider nicht. Da fangen schon die ersten Probleme an, wie ihr gehört habt. und diese Frau, ich sage jetzt nicht ihren Namen, damit sie nicht schon wieder anfängt zu reden. Ja, die weiß einem teilweise auch ein bisschen die Nerven zu rauben. Und ich sage euch auf jeden Fall noch, warum das so ist. Und ja. Ansonsten handelt es sich aber eigentlich um ein ganz normales Tablet. Das Tablet an sich eigentlich recht schlicht designt. Vorne Plastik, hinten Plastik. Dadurch auch recht, ja, leicht eigentlich. Es sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt schon sehr basic. Also es ist jetzt kein Schnickschnack irgendwie dran oder so. Das zeige ich euch jetzt gleich aber noch. Ich wollte euch nur hier hinten nochmal eben kurz die Specs von dem Ding zeigen. Also wir haben Qualcomm Snapdragon 450 drin, ein 10-Inch Display, das mit 1080p ja eigentlich, also 1080p könnt ihr jetzt im Videos und so maximal aufrufen. Wir haben allerdings eine Auflösung von 1920x1200, ist ein EPS-Panel. Wir haben dann 2 GB Memory, also halt eben Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher, wovon ihr letzten Endes aber irgendwie nur 8 oder was verwenden könnt. Also da ist einiges von dem System schon belegt. Ihr könnt das aber mit einer Speicherkarte erweitern, gehe ich aber später auch nochmal drauf ein. Das gute Ding unterstützt WLAN, ist ja mittlerweile Standard. Was nicht unbedingt Standard ist, ist, dass ihr eine SIM-Karte einlegen könnt. Was ich übrigens sehr cool finde, was für mich auch das entscheidende Kriterium dafür war, dass ich dieses Tablet dann auch genommen habe. Da gehe ich dann gleich auch nochmal eine Runde drauf ein. Ja, und hier steht halt eben Android 8.1. Das ist aber nicht mehr ganz aktuell. Sobald ihr das Tablet mit dem Internet verbindet, könnt ihr auch die neueste Version 9.0 drauf spielen. Ja, ansonsten Batterie haben wir eine 4850 mAh Akku, der fest verbaut ist. So, ja, ansonsten Packungsinhalt. Wie ihr schon seht, ich habe das Tablet rausgenommen. Hier an der Seite findet ihr eigentlich normalerweise, ich schmeiß das mal hier wieder rein, also hier ist normalerweise so ein Keylock drin, womit ihr dann halt eben die SIM-Karte ein- und auslegen könnt, beziehungsweise womit ihr den Schacht dann halt eben an der Seite öffnen könnt, ist so ähnlich wie beim Smartphone auch. Ansonsten liegt hier neben dem Tablet eigentlich nur noch die Docking Station bei Netzadapter. Ja, ansonsten USB-C-Kabel und dann war es das hier in dem Paket eigentlich auch schon gewesen. Also es ist eigentlich recht übersichtlich, das Paket, was ich jetzt auch nicht unbedingt schade finde. Es muss nicht immer sein, dass man hier 10.000 Sachen reinpackt und vor allen Dingen, dass man alles hier aus Pappe hält und zum größten Teil auf Plastik verzichtet, finde ich eigentlich gar nicht jetzt so unbedingt verkehrt. So, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal direkt zu dem Tablet rüber. Und das lassen wir jetzt mal links liegen und dann schauen wir mal, was das Tablet so zu bieten hat. Also hier kann man schon sehen, hier ist das Tablet jetzt eingesteckt. Die Docking Station wird durchgehend mit Strom versorgt über halt den Netzadapter. Was ich ein bisschen schade finde, die Docking Station hat keinen internen Akku. Also ich kann nicht die Docking Station jetzt mal irgendwie hinten abklemmen und woanders hin mitnehmen, das funktioniert nicht.
Ich muss also wirklich immer den Netzadapter mitnehmen. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht machen können, weil so finde ich das eigentlich ganz geil. Ne? Man hätte das so auf den Tisch stellen können und dann hätte man zum Beispiel, was weiß ich, Serien gucken können, ohne dass man das Tablet die ganze Zeit in der Hand halten muss. Jetzt muss ich mir irgendwie eine Halterung holen oder irgendwie sowas für den Tisch. Ja, ich könnte natürlich auch die Docking Station nutzen, nur dann habe ich halt eben keinen Sound über die Docking Station und ja, so viel bringt mir das jetzt halt eben auch nicht. Und das Kabel ist auch recht kurz von der Docking Station, also müsste ich dann halt mit einem Verlängerungskabel dran gehen. Ja, so sieht es eigentlich standardmäßig aus. Wenn ihr das Tablet hinten eingesteckt habt, dann habt ihr halt eben immer hier die Uhrzeit, die euch angezeigt wird und Alexa arbeitet eben im Hintergrund mit. Na, ihr seht, die Alte ist sehr aufmerksam und hört die ganze Zeit mit. Mitunter einer der Sachen, die mich halt dann doch ein bisschen stören, da gehe ich jetzt gleich aber nochmal drauf ein. Ich werde jetzt hier erstmal das Tablet aus der Docking Station rausnehmen. Und ihr seht dann, dass das Tablet automatisch in den normalen Tablet-Modus auch wechselt. Ich wollte euch die Docking Station gerne nochmal ein bisschen zeigen. Im Grunde genommen gibt es hier eigentlich nicht viel zu zeigen. Hier steht nochmal Alexa Built in, also dass Alexa eingebaut ist. Hier ne, wird halt eben das Tablet eingesteckt. Ihr habt hier die Ladekontakte. Ihr könnt das Tablet aber auch direkt über USB-C laden. Das geht auch. Was ich ein bisschen cooler gefunden hätte, man hat das hier aus so einem ja, aus so einem durchsichtigen Plastik gemacht. Ich hätte das cool gefunden, wenn man das Tablet hier eingesteckt hätte. Und diese Glas- bzw. Plastikteil hier hinten, was ja durchsichtig ist, wenn das irgendwie so ein bisschen beleuchtet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte ziemlich viel ausgemacht. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Hier vorne, dieser Stoff für die Lautsprecher. Ich weiß nicht, finde ich ein bisschen altbacken, sieht nicht so schön aus. Hätte man sicherlich schöner machen können. Die Lautsprecher, die innen drin verbaut sind. Ja, also ich sag mal, die sind okay. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, die können jetzt irgendwie mit einem JBL Bluetooth-Lautsprecher, irgendwie mit einem Charge 3 oder so mithalten. Die sind okay, sind auch ordentlich laut, aber so Basswiedergabe und so, nee, wirklich gut sind sie nicht. Dann hier oben könnt ihr halt eben das Gerät pairen über Bluetooth. Meistens ist es so, dass du das Gerät direkt finden kannst über Bluetooth. Ansonsten muss er halt eben diesen Pairing-Knopf drücken und dann findet man es halt eben lauter und leiser. Und ansonsten hier kann man das Mikrofon noch stumm schalten, von Alexa zum Beispiel. Ne? Und dann hört die nicht die ganze Zeit mit. Ist ja auch nicht verkehrt. So, und vielleicht habt ihr das jetzt schon gemerkt, weil wenn ich jetzt sage, Alexa, 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 Alexa. Ne? Also ihr seht, wenn das Teil nicht in der Docking Station eingesteckt ist, dann reagiert das auch nicht. Und da kommt auch noch mit dazu, sobald ich dieses Tablet hier rausnehme aus der Docking Station, dann ist es nämlich auch so, dass es gleichzeitig nicht mehr per Bluetooth mit der Docking Station verbunden ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Musik höre oder sonst was, diese Verbindung wird sofort unterbrochen. Was ich wirklich total kacke finde an der Stelle, weil ja, da sollte man mir doch vielleicht einfach die Entscheidung lassen, ne? Ich muss jedes Mal in die Bluetooth-Einstellung und im Tablet sagen, hey, verbinde dich doch bitte wieder mit der Docking Station, weil ich will die Musik darüber hören. Das ist nicht ganz so gut gelungen. So, wir nehmen jetzt mal das Tablet mit auf den Platz. So, kann ich euch das gute Stück nochmal zeigen. So, hier unten haben wir halt eben die Kontakte. Rechts von dem Tablet sehen wir halt eben den USB-C-Anschluss, dann eine Kopfhörerbuchse, ein Mikrofon und hier ist halt eben der Einschubschacht für eine SIM-Karte, wo jetzt halt eben meine, ich glaube meine dritte SIM-Karte drin ist. Ich habe so einen Unlimited-Tarif und habe halt eben mehrere SIM-Karten dafür. Einer davon habe ich jetzt halt eben in das Tablet hier geballert. Das funktioniert wunderbar und eine zusätzliche Speicherkarte habe ich auch noch eingelegt, weil mit den paar Gigabyte, die man da hat, kommt man ja nicht wirklich aus. Ansonsten haben wir hier an der Seite noch eine Wippe für lauter und leiser und halt eben einen Ein- und Ausschaltknopf. Also halt eben basic, nichts Besonderes.
So, wir schalten das jetzt mal so ein. Ach, hallo, mein Kind, hallo, meine Frau. ja, ansonsten, so sieht das Tablet jetzt natürlich nicht gerade aus, wenn ihr das jetzt neu installiert. Ich habe es jetzt natürlich schon eingestellt. Ich möchte euch gerne mal so ein bisschen was zu der Performance von dem Ding sagen. Also, so im Großen und Ganzen ist es eigentlich in Ordnung. Nur man hat halt immer wieder das Gefühl, dass es doch so ein bisschen hakelig ist manchmal. Also jetzt gerade sieht es mal ganz gut aus, aber ich habe auch schon Momente gehabt, wo ja hier wirklich alles gehangen hat und nichts ging. Das Einzige, was halt eben wirklich dann funktionierte, ist halt entweder komplett herunterfahren oder halt einmal den Ein- und Ausschalter drücken. Dann hat es sich nach ein paar Sekunden gefangen, das Ding. Ich habe Spiele installiert, jetzt zum Beispiel PUBG. Das habe ich da drauf auch gespielt. Es läuft jetzt nicht super flüssig. Also von der Performance her, also es ist jetzt läuft jetzt auf den niedrigsten Einstellungen. Es ist okay. Na, also es lässt sich spielen. Auch andere Spiele laufen da eigentlich ja, zufriedenstellend drauf. Ich meine, PUBG ist ja jetzt schon ein Spiel, was auch ein bisschen höhere Anforderungen hat. Es ließ sich soweit darauf ganz gut spielen, hatte auch eine gute Internetanbindung über die SIM-Karte. Das war also nicht das Problem gewesen. Ja, ansonsten, das Display ist für ein Full-HD-Display eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich kann jetzt mal hier mal gerne mal ein Video wiedergeben. Übrigens, das läuft jetzt alles hier komplett über LTE. Ich bin hier gar nicht im WLAN zu Hause eingewählt. So, und wir gucken mal einfach. Ich mache jetzt mal hier. So, jetzt suche ich mal einfach nach 8K-Videos und wenn ich jetzt mal hier eins auswähle, was haben wir denn? Nehmen wir mal Japan in 8K. So, es wird auch gar nicht. Machen wir mal ein bisschen leiser. Aber es wird natürlich auch gar nicht in 8K wiedergegeben. So, und wie ihr merkt, jetzt ist das Ganze hier schon ziemlich am Ruckeln, ne? Also ihr habt gesehen, wie lange das gebraucht hat, bis jetzt auch das Video hier tatsächlich lief. Man sieht jetzt auch noch leichte Stocker und ja, also ihr seht, ne? Es ist so ein bisschen verzögert, es braucht länger, bis da tatsächlich mal was passiert. Und die Qualität hier, die ist schon nicht mal auf Maximum. Also performance-technisch, ja, ist da glaube ich noch Luft nach oben. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir auf 1080p. So, also das Display gar nicht mehr so schlecht. Nur halt, ihr habt das immer wieder mal, dass das Ding mal so ein bisschen am Stocken ist, am Ruckeln ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der neuesten Android-Version zusammenhängt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das nicht so schön und ja, es stört halt eben zwischenzeitlich, ne? Gerade wenn man es jetzt mal irgendwie für Filme oder so benutzen will, wenn man da ständig irgendwelche Ruckler drin hatte. Ich hatte es auch schon, dass Apps komplett abgestürzt sind. Ja, müsste man gucken, ob sich das jetzt ändert mit den nächsten Android-Versionen, die da herauskommen. Aber ganz so geil läuft das halt eben nicht immer, ne? Also ihr seht schon, wie verzögert das ist, ne? Ich drück drauf und jetzt hat er sich gerade mal ein bisschen gefangen. Wahrscheinlich geht es wieder anders, wenn ich jetzt das Video gestartet habe. Ja. Also es kann auf jeden Fall alles ein bisschen fixer sein. Ja. Und ansonsten, wir haben hier Dolby Atmos Lautsprecher. Also ne, Dolby Atmos, ich weiß nicht, ob ich das irgendeinen von euch erklären muss. Dolby Atmos ist normalerweise für den Heimkino-Bereich gedacht. Ja, also dass ihr halt eben ein zusätzliches Lautsprecherpaar über euch platziert an der Decke. Und somit soll halt wirklich auch der perfekte räumliche Klang entstehen. Dolby Atmos bei einem Tablet oder bei einem Handy darf man jetzt natürlich nicht so verstehen. Ich nutze jetzt zum Beispiel ein Samsung Galaxy S9 Plus, das auch Dolby Atmos unterstützt. Und ich muss sagen, das Handy bringt wirklich ein
extrem geilen Klang über diese kleinen Lautsprecher. Und deswegen war ich auch so ein bisschen ja, geil darauf zu hören, wie sich das hier anhört, über die Lautsprecher. Bin dann aber doch eigentlich ziemlich enttäuscht worden, muss ich sagen. Hier oben sitzen die beiden Lautsprecher. Einmal hier vorne. Und dann hier vorne. Ich weiß nicht, ob man das auch gut einfangen kann. Ja, da, wo diese Pünktchen hier zu sehen sind. Jetzt sieht man es. Ja, jetzt sieht man es. So. Ja, hier, wo diese Pünktchen zu sehen sind, da befinden sich auf jeden Fall die beiden Lautsprecher. Und die sind vom Ton her doch sehr, sehr hell und blechernd. Also Basswiedergabe kommt da eigentlich gar keine rüber. Ja, und die Docking Station, die bringt ja jetzt auch nicht gerade viel was. Also soundtechnisch auf jeden Fall recht mau das Ganze. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche Musik großartig anmachen, weil ihr wisst ja, ne, die Gamer, die sieht das nie so gerne. Ich kann euch nur sagen, das Ganze hört sich doch recht blechern an. Und wenn ich jetzt mal tatsächlich einen Film drüber geguckt habe oder Musik gehört habe, dann habe ich das Tablet meistens mit meiner Anlage hier verbunden, so dass ich halt einen vernünftigen Sound habe. Das hat soweit auch alles prima funktioniert. So, und jetzt komme ich mal zu so ein paar anderen Sachen noch. Also ihr seht, ne, ich drücke immer wieder mal drauf und es will nicht genau so, wie ich möchte. Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es hängt so ein bisschen hinterher oder es nimmt jetzt nicht unbedingt die Eingaben, die ich mache, so hundertprozentig wahr. Und ich habe auch schon in den Einstellungen geguckt, ob man das irgendwo kalibrieren kann. Vielleicht ist ja der Bildschirm nicht richtig kalibriert oder sonst was. Aber da gibt es wirklich überhaupt nichts an Einstellungsmöglichkeiten. Und generell die Einstellungsmöglichkeiten sind hier auch so ein Thema bei dem Ding. Ich komme jetzt erstmal, ich mache das jetzt mal, dass ich das der Reihe hier nach abarbeite. Und zwar kommen wir erstmal zu Alexa. Alexa, ja, irgendwie ja doch ganz nett, aber irgendwie auch total nervig. Also ich bin ein riesiger Star Trek-Fan zum Beispiel und ich habe gestern, ich weiß nicht, ob ihr auch Star Trek-Fan seid, auf jeden Fall gibt es da bei Star Trek The Next Generation eine Folge, da trifft Worf auf seinen Sohn Alexander. Und in dieser Folge wird der Name Alexander ungefähr gefühlte 100 Mal ausgesprochen. Und jedes Mal, wenn Alexander erwähnt wurde und nicht Alexa, ne? Auf Alexander springt die nämlich auch an, die Alte. Dann jedes Mal, ich konnte ihre Eingabe nicht verstehen. Jedes Mal, wenn man dabei war, die gerade die Serie zu gucken. Habe ich aber auch schon in anderen Zusammenhängen gehabt. Ihr habt ja auch gerade gemerkt, wo ich mal kurz hier Alexa erwähnt habe, ne? Ging sie sofort hier vorne los. Manchmal ist es dann auch so, selbst wenn die jetzt Alexa hört, die filtert nicht immer hundertprozentig heraus, dass man jetzt gerade zum Beispiel gar nicht sie meint, sondern jetzt gerade was ganz anderes oder dass man sich mit irgendjemandem am Unterhalten ist. Dann sucht sie da auf einmal irgendwelchen Quatsch raus und erzählt dir da von irgendwelchen Burgen, die ja irgendwie schon seit Anutuk existieren und solche Klamotten, ne? Generell habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie die ganze Zeit im Hintergrund mithört, was sie wahrscheinlich auch macht, weil ansonsten könnte sie ja, ja gar nicht so schnell reagieren. Ich bin das gewohnt eigentlich jetzt vom Google Assistant auf meinem Handy und so, dass ich wirklich erst einen Befehl gebe, so jetzt darfst du zuhören und jetzt sage ich was. Aber Alexa scheint wirklich die ganze Zeit im Hintergrund mitzuarbeiten und mitzuhören, sodass ich wirklich schon der Meinung bin, ey, ich schalte die Alte demnächst aus und auch das Mikrofon aus, weil ich habe das einfach nicht gerne, wenn sowas die ganze Zeit im Hintergrund mithört. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige und vor allen Dingen nervt es einfach, wenn sie die ganze Zeit auf irgendwelche Befehle anspringt, wo sie überhaupt nicht mit gemeint ist. Ne? Ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel das Tablet hier eingesteckt habe, ich mache das jetzt mal eben kurz, damit ihr das auch sehen könnt. So, ich stecke das Tablet jetzt mal ein. So, das Tablet wechselt jetzt automatisch in den Show-Modus mit Alexa. So, es dauert jetzt einen kurzen Augenblick.
Jetzt sieht man da rechts diese blaue Lampe. Das heißt auch, dass das Tablet jetzt per Bluetooth verbunden ist. Vorher war es nicht so gewesen. Das ist immer nur dann, wenn ihr das Tablet in die Docking Station eingesteckt habt. Ansonsten ist das Tablet jedes Mal von der Docking Station getrennt. Das ist das, was ich gerade schon meinte. So, jetzt ist es übrigens auch mit Bluetooth verbunden und Alexa läuft jetzt auch. Ja, ihr seht es. Alexa. Alexa? Wie wird das Wetter morgen in Gladbeck? Hier ist der Wetterbericht für morgen in Gladbeck. Höchstwahrscheinlich ist es stark bewölkt und es gibt Gewitter mit einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefsttemperatur von 11 Grad. Ja, jetzt halt da mal die Schnauze. So, also ihr seht, Alexa springt wirklich sofort drauf an. Also auch wenn ich jetzt hier weiter im Raum bin, die springt jetzt da hinten auch schon an. Das seht ihr jetzt recht schlecht. Ich versuche mal so ein bisschen von hier aus ran zu zoomen. Ist jetzt natürlich, wird jetzt ein bisschen pixelig, möchte ich euch bitten, das zu verzeihen. So, aber es ist schon ganz geil eigentlich, wenn man im Raum steht und sagt, Alexa, spiel mir Radio ab. Ich rufe den Tune-In-Sender ab, den du zuletzt gehört hast, Radio M. Schalippe. Ne? Also das funktioniert wirklich reibungslos. Ihr könnt dann zum Beispiel auch sagen, Alexa, stumm schalten. Alexa, volle Lautstärke. Von 0 auf Mini in 0, nichts. Alexa, Wiedergabe beenden. Mini One-Familie. Ja, jetzt versteht sie mich nicht mehr. Alexa, Wiedergabe beenden. Ja, also das funktioniert schon ganz gut, nur wenn die jetzt natürlich so laut ist, dann versteht die jetzt nicht mehr ganz so viel. Dann müsst ihr also ein bisschen in den Raum reinrufen. Wir können es auch so machen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Radio keinen Bock mehr habe, dann kann man auch ohne Probleme wechseln. Alexa, Wiedergabe. Alexa, lauter. Alexa, leise. Alexa, leiser. Leiser. Alexa, halbe Lautstärke. Du kannst die Lautstärke nur auf ganze Zahlen zwischen 0 und 10 einstellen. Aha. Alexa, Lautstärke 5. Alexa, Lautstärke 2. Also das funktioniert auf jeden Fall so. Und ihr könnt jetzt auch, sag ich mal, auf Spotify wechseln. Ne? Könnt ihr zum Beispiel sagen, Alexa, spiel Spotify Playlist. Hier ist Spotify. Na, und sowas müsst ihr dann natürlich vorher aber dann in den Skill Trees festlegen. Und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt in dem Video hören könnt, also der Sound von der Soundbar bzw. von der Docking Station, der ist okay, aber was? Naja. So, Alexa, Wiedergabe beenden. So. Nehmen wir die mal wieder raus. Ja, also die gute Alte hört die ganze Zeit mit. So. Ich mal hier wieder aus den Zoom ein bisschen rausgehen. So, also Alexa ist halt so ein Ding. Braucht man's? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Braucht man's tatsächlich? Nee. Eigentlich nicht. So. Gehen wir mal wieder zurück. Zack. Zu den Einstellungen. So. Da haben wir dann Netzwerk, Internet, ne? Also könnt ihr dann jetzt hier auch unter Mobilfunk, ne? Wenn ihr da jetzt eine zusätzliche Karte eingelegt habt, das könnt ihr hier alles einstellen, Android-typisch. Was ich ganz gut finde ist, ne, auf die Datennutzung wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf, sondern im Mobilfunknetz, das geht nicht bei jeder Android-Version, also zumindest jetzt bei Samsung geht es nicht, dass ich zum Beispiel standardmäßig sagen kann, der soll sich jetzt nur in 4G oder 3G einwählen. Das geht jetzt hier bei dem Tablet, weil 2G, das macht ja auch eigentlich wenig Sinn, bringt ja nicht viel, kann man eh nicht viel drüber machen. Und von daher habe ich standardmäßig jetzt auf 4G, 3G
Und das ist so eigentlich ganz gut, dass es sich da standardmäßig einwählt. Ansonsten hier mobile Daten natürlich einschalten, Datenroaming. Ne? Also das sind schon die Standarddinger, die ihr jetzt hier bei normal Android halt eben auch habt. Bluetooth-Geräte, wie gesagt, ne, die Docking Station, die meldet sich immer wieder ab, sobald ihr das Teil aus der Docking Station nimmt. Ich verstehe nicht, warum man das so macht. Ich persönlich hätte gerne, wenn ich hier so runtergezogen hätte, dann hier irgendwie so einen Auswahlbalken gehabt, so von wegen, worüber möchte ich jetzt ein Audio laufen lassen, über die internen Lautsprecher oder über halt eben die Docking Station, aber nö. Ich darf jedes Mal hier auf zuvor verbundene Geräte gehen, darf dann hier auf die Docking Station gehen. Zack, und jetzt ist die Docking Station verbunden und jetzt kann ich sie nutzen. Jedes Mal derselbe Müll. Ich kann diese Prozedur immer und immer wiederholen. Und ja, das ist es halt eben. Ne? Also das macht nicht wirklich viel Spaß. So, dann der Punkt Akku. Akku, ja. Ich habe jetzt das Tablet schon für mehrere Sachen genutzt. Ich habe versucht, mehrere Runden PUBG drüber zu spielen. Nach zwei Runden PUBG, ihr wisst ja, oder wisst es vielleicht auch nicht, beim Battle Royale Shooter, PlayersUnknown's Battleground, die Runden, die dauern manchmal etwas länger. So zwei Runden, die können auch dann mal schnell irgendwie seine 45 Minuten oder so dauern. Ich hatte dann nach den zwei Runden schon nur noch 36% Akku auf dem Ding, obwohl es komplett geladen war. Das ging natürlich recht schnell weg. Man muss aber auch dazu sagen, PUBG ist jetzt ein Spiel, was schon ziemlich ja, hardwarelastig ist und somit dann natürlich auch Akku frisst. Jetzt normal so beim Film gucken, surfen und so, ist der Akku völlig ausreichend. Ja, also wenn ihr das Ding sowieso immer wieder zwischenzeitlich in die Docking Station steckt, reicht der Akku da völlig aus. Also von daher alles okay. So ein richtigen dunkles Theme, wie man das mittlerweile kennt, gibt es hier jetzt noch nicht. Man kann hier zwar das Gerätedesign auf dunkel stellen, aber wie ihr seht, das bleibt trotzdem irgendwie alles hell. Ich weiß auch nicht, was man da jetzt mit bezweckt mit diesem Gerätedesign dunkel. Irgendwie sieht das alles gleich aus. Ich weiß nicht, ob das nicht richtig funktioniert. Also jetzt auch irgendwie so ein Unter-Dingens hier, wo es irgendwie so Themes oder sowas spielt, das gibt es gar nicht. Also Untermenüpunkt. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall überall hell. Ich habe extra schon einen dunklen Hintergrund hier gewählt, weil ich will auch nicht, dass das immer alles so hell ist. Gut, die Helligkeit, die habe ich jetzt auf 100%, liegt aber einfach daran, ne, weil ich halt eben so das perfekte Bild haben will, wenn ich jetzt, also ich will das Maximale einfach aus dem Tablet rausholen, vom Bildschirm her, wenn ich jetzt irgendwelche Filme oder so gucke und ich drehe hier die Helligkeit runter, dann ist das von dem Kontrast her nicht mehr so geil, von daher habe ich es auf 100% jetzt gelassen. Ich spiele da aber immer wieder mal so ein bisschen mit herum. Aber bisher bin ich mit 100% eigentlich am besten gefahren. Ansonsten gibt es noch hier diesen Augenschutzmodus. Ja, seht ihr vielleicht, ne? Also ist dann das Bild, das wird dann ein bisschen wärmer. Man kann das aber dann auch einstellen hier. Ich habe es jetzt schon auf ganz kalt. Man kann es aber auch auf ganz warm einstellen. Ich persönlich finde, dass das ziemlich ätzend aussieht. Ich mag es dann doch eher lieber ein bisschen kälter. So. Ansonsten ja, man kann hier noch das Layout des Bildschirms einstellen, wo die Navigationsleiste sich befinden soll, ob die ausgeblendet werden soll, ob man die mit Wischgesten macht und sowas. Das kann man hier auf jeden Fall alles auswählen. Ansonsten, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich das Teil jetzt in die Docking Station reinstelle, dass ich nicht festlegen konnte, dass jetzt nicht immer unbedingt die Alexa sofort mit anspringt. Ne? Also wenn ihr das Teil in die Docking Station ballert, dann will der auch immer unbedingt Alexa mitlaufen lassen. Ich weiß noch nicht, wie ich die alte rausbekomme, ob ich die irgendwie deaktivieren kann oder so. Ich bin eh noch am hin und her überlegen, weil einerseits Alexa ganz witzig, andererseits, ne, wie ich gerade schon sagte, die alte hört die ganze Zeit mit, finde ich jetzt nicht so cool. So, Speicher. Da will ich aber noch mal eben kurz so ein bisschen drauf eingehen, weil ich das ein bisschen sehr kurios finde. Nachdem ihr eine SD-Karte eingelegt habt,
müsste diese SD-Karte speziell für das Tablet dann auch formatieren, weil sonst nicht möglich ist, Apps und so darauf zu verschieben. Also das ist kein Problem, ihr könnt die SD-Karte reinpacken, sobald ihr die formatiert habt, könnt ihr dann auch Apps und so dort standardmäßig installieren, das habe ich auch so gemacht, weil der interne Speicher, ich habe jetzt hier 12,87 GB von 16 GB verwendet und dabei habe ich wirklich so gut wie nichts auf dem internen Speicher drauf. Ihr seht also, mit dem internen Speicher kommt ihr nicht weit. Was ich dann aber doch sehr kurios finde, ist, dass wenn ich eine 64 GB Karte hier reinpacke, dass der mir auf einmal anzeigt, von 128 GB verwendet. Ne? Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe im Nachhinein, habe ich dann die SD-Karte auch nochmal rausgenommen, habe sie nochmal am PC formatiert. Dort wurde sie mir ganz normal als 64 GB angezeigt. Und jedes Mal, wenn ich die ins Tablet reinpacke, zeigt er mir 128 GB an. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zumindest habe ich bisher keine Probleme, dass da irgendwelche Daten falsch drauf geschrieben werden oder sonst was oder dann im Nachhinein nicht lesbar ist. Also ist hier wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler. Aber na, das sind alles so Dinger, wo ich mir sage, das wirkt so ein bisschen unausgereift einfach. Ne? So, dann Sicherheit und Standort. Ja, also ihr könnt das Display auf mehrere Art und Weisen entsperren. Ich habe jetzt so gemacht, dass ich Smart Lock eingerichtet habe. Smart Lock, eine sehr geile Sache eigentlich. Smart Lock ist dafür da, dass wenn ihr mit einem Bluetooth-Gerät verbunden seid, dass das Gerät weiß, aha, okay, der ist mit diesem und diesem Bluetooth-Gerät verbunden. Das heißt, der ist an einer bestimmten Stelle. Ich darf mich immer entsperren, wie ich lustig bin. Nur das Schöne ist ja, wenn ihr das Teil hier aus der Docking Station nimmt, dann ist es nicht mehr per Bluetooth mit der Docking Station verbunden und ihr könnt es jedes Mal entsperren mit dem Muster oder dem Kennwort oder was auch immer, was ihr jetzt genommen habt, um das Ding zu entsperren. Ich habe es mittlerweile so gemacht, weil es mir so auf den Keks ging, dass ich immer wieder meinen Code eingeben musste, dass ich die Display-Sperre einfach deaktiviert habe. Es kann aber auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung sein. Ja, also normalerweise sollte das Ding wirklich per Bluetooth mit der Docking Station verbunden bleiben, sodass man dann auch Smart Lock nutzen kann. Weil wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich da mein Tablet liegen habe, dann möchte ich nicht, dass da jeder drauf herumspielen kann, wie er lustig ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich weg bin, darf ich hier mir eine Display-Sperre-Methode auswählen, weil ich dann ja nicht möchte, dass da einer an meinem Tablet herumspielt. Hier zu Hause ist es scheißegal, aber wenn ich unterwegs bin, will ich das nicht. Ne? Und dann kann ich mir halt eben aussuchen, welche Display-Sperre-Methode ich jetzt haben möchte. Kann ich dann entweder Wischen, Muster, PIN oder Passwort auswählen. Ne? Also die üblichen Verdächtigen. Ansonsten, das Teil hier bietet auch noch eine Gesichtserkennung. Aber ein PIN oder ein Muster oder so, das müsst ihr schon festlegen. Die Gesichtserkennung funktioniert okay. Lichtverhältnisse müssen stimmen. Und vor allen Dingen, das Teil hier hat keine Tiefenkamera. Ne? Also ihr habt hier nur diese 2-Megapixel-Kamera ist das. Hinten hat ihr übrigens eine 5-Megapixel. Das läuft okay soweit. Lichtverhältnisse müssen auf jeden Fall stimmen. Und vor allen Dingen dadurch, dass es keine Tiefenkamera ist, lässt es sich natürlich auch austricksen. Ne? Also ich habe es mal einfach mit einem Foto von mir versucht, hat das mal vorgehalten und mein Tablet wurde dann auch entsperrt. Und das finde ich eigentlich dann nicht so geil und von daher kann ich euch zu der Gesichtserkennung eigentlich nur abraten. Also ich persönlich würde sie jetzt nicht nutzen. Ja. Ja gut, hier unten haben wir Smart Lock. Und wie ihr seht, das finde ich übrigens jetzt gerade, ne, das ist genau das, was ich meinte. Ne? Also ich bin jetzt gerade per Bluetooth verbunden, habe die Display-Sperre jetzt aus, ne, weil er es ja nicht macht. Und Smart Lock, ne, das speichert er auch nicht ab, dass ich das mal irgendwie mit Smart Lock verbunden hatte. Ne? Also wirkt alles so unausgereift auf jeden Fall. Ne? So, SIM-Kartensperre, okay, SIM-Kartensperre ist jetzt deaktiviert, weil ich ja sowieso mich automatisch immer sofort einwählen möchte, das ist alles okay. Ansonsten gucke ich mal eben kurz, gibt es sonst noch irgendwas, was ich euch großartig zeigen möchte?
Nö. Also das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon gewesen. So, hier könnt ihr noch mal sehen. Das ist wie gesagt Android-Version 9. 2 GB RAM, Gesamtspeichergröße. Hier seht ihr noch mal alle Details von dem Tablet. Also, das Tablet. So eigentlich ganz cool, auch mit der Docking Station und so. Das ist schon alles in Ordnung soweit. Das Tablet wirkt bloß in mancher Hinsicht nicht ganz zu Ende gedacht. Ich habe das jetzt wirklich viel genutzt über die Tage. Und vor allem, es ist schön leicht. Ne? Nur, ihr müsst auch gucken, dass er das nicht vielleicht zu sehr irgendwo in die Ecke ballert. Weil das ist alles Plastik, ne? Aber es ist halt schön leicht, es liegt schön in der Hand. Es ist auch nicht ganz so anfällig für Fingerabdrücke, was ich auch ganz gut finde. Ja, performance-technisch ist da sicherlich Luft nach oben. Ich habe jetzt leider kein anderes Tablet hier zum Vergleichen. Fürs Preissegment, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es da so für andere Tablets gibt. Ich habe zum Beispiel mal das iPad von meiner Mutter auch in der Hand gehabt. Jetzt auch ein aktuelleres Modell. Gut, die iPads, die bewegen sich preislich da auch nochmal ein bisschen in einem anderen Segment. Naja, aber so Sachen wie integrierte Lautsprecher, da habe ich mir definitiv mehr von versprochen. Die gesamte Performance hier könnte ein bisschen besser sein, ne? Manchmal zuckelt es und ruckelt so ein bisschen. Im Großen und Ganzen, im Alltag, fällt es jetzt nicht ganz so stark ins Gewicht. Letzten Endes müsst ihr euch dafür entscheiden, wofür braucht ihr dieses Tablet wirklich. Ne? Wollt ihr jetzt wirklich nur ein bisschen YouTube gucken, ein bisschen im Internet surfen, ne? Alexa natürlich nutzen, ne? Wenn jetzt Alexa zum Beispiel auch so ein Kaufkriterium für euch ist, mit der Docking Station zusammen, dass ihr da so ein bisschen Radio, ein bisschen Musik drüber hören wollt und die Ansprüche jetzt, sag ich mal, bei dem Lautsprecher nicht ganz so hoch sind. Dann denke ich mal, könnte dieses Tablet wirklich eine gute Sache für euch sein. Ich denke, dass auch so der ein oder andere Fehler jetzt in der Software hier noch ausgemerzt wird. Man sieht ja auch, ne, ist die aktuellste Version jetzt von Android drauf. Also da wird sich auf jeden Fall noch Gedanken drüber gemacht. Ja, und ich denke, dann könnte das Richtige für euch sein. Wenn ihr jetzt allerdings kein großer Alexa-Fan seid, ne, und auch ein bisschen mehr Wert auf Tablet und auf Performance und Verarbeitung und dem ganzen Zeug legt, dann seid ihr eventuell mit dem Tablet nicht ganz so gut beraten. Ne? Ich gebe euch jetzt nochmal ein kleines Beispiel in Sachen Verarbeitung, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich versuche das jetzt mal einzufangen, weil das ein bisschen schwer ist. Und zwar hier oben die Ränder. Ja. Ist nicht ganz so einfach jetzt hier einzufangen. Ah ja, jetzt habe ich es. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber diese Ränder sind nicht wirklich gerade. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir sage, boah, Leute. Ne, also ich finde, sowas sollte man einfach erwarten können. Dass sowas zum Beispiel auch, ja, wo die Ränder jetzt wirklich gleichmäßig sind. Ne, das ist jetzt hier nicht der Fall. Bei dem Tablet ist das bei mir eigentlich so ein Auf und Ab. Und ja. Ich finde es so eigentlich ganz gut. Aber die Sachen, die ich angesprochen habe, die kann man halt eben nicht wegwischen. Und ihr müsst dafür euch selber entscheiden, ob ihr das soweit ganz gut findet oder nicht. Wie gesagt, wenn ihr Alexa nutzen möchtet, wenn ihr die Docking Station geil findet, wenn ihr jetzt nicht so viel Wert auf High-End-Sound legt, und das Tablet wirklich hauptsächlich für YouTube, Musik, Alexa benutzt, seid ihr damit bestens bedient. Ansonsten würde ich schon fast sagen, lasst die Finger weg und sucht euch vielleicht was anderes. Ne? Vielleicht einfach, das Tablet wird es ja vielleicht auch ohne Docking Station geben. Ne? Deswegen, also soweit mein Fazit, mein Test zu dem Ganzen. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch soweit gefallen. Ist hier ein bisschen laienhaft gemacht, das Ganze. Aber ich hoffe, das hat euch nicht gestört an der Stelle.
Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich auch freuen über den einen oder anderen Kommentar. Ansonsten sieht man sich hoffentlich irgendwann beim nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und sag mal einfach bis dann.